Er kommt spät, aber er kommt durchaus gewaltig. Eigentlich wird seit der Edition One des AMG GT schon über eine Rennsportvariante mit dem Namen Black Series spekuliert. Jetzt ist sie da. Der AMG GT Black Series soll die ultimative Ausbaustufe des AMG GT sein. Die Daten lassen auf jeden Fall schon einmal aufhorchen. Satte 730 PS bringt der völlig überarbeitete V8 mit. Damit ist er der stärkste Serien-V8 im Mercedes-AMG-Portfolio. Fast noch beeindruckender ist aber das Drehmoment. 800 Newtonmeter bringt die Maschine mit. Um die Quartettkarte voll zu machen, von 0 auf 100 braucht der Black Series 3,2 Sekunden. Die 200 km/h sind noch vor 9 Sekunden erreicht und als Topspeed stehen auf abgesperrter Strecke laut AMG 325 km/h auf dem Tacho. Um diese Kraft überhaupt zum einen hervorzubringen und zum anderen zu bändigen, bekommt der Black Series eine neue, flachere und leichtere Kurbelwelle und ein verstärktes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Eine neue, dünnwandige Edelstahl-Auspuffanlage unterstreicht die sportlichen Ambitionen. Denn der hier will mit Autos wie dem Porsche 911 GT2 RS mithalten und sieht sein Zuhause durchaus auf der Rennstrecke. Dafür gibt es ein einstellbares Gewindefahrwerk und die Racer-Ambition sieht man auch an den aufwendigen Aerodynamikteilen. Eine neue, größere Frontschürze mit für den Rennstreckenbetrieb zusätzlich manuell einstellbarem Frontsplitter und Frontdiffusor in Sichtcarbon, eine neue Carbon-Motorhaube, neue Carbon-Kotflügel, ein neues, noch leichteres Carbon-Dach, Seitenschweller aus Carbon, eine neue Heckklappe aus, dreimal bitte raten, richtig, Carbon und ein Doppeldiffusor am Heck, um nur die wichtigsten Teile zu nennen. Nicht zu vergessen die Dünnglasscheiben, um weiteres Gewicht zu sparen. Die auffälligste Neuerung prangt aber auf der Heckklappe. Ein doppelstöckiger Flügel. Natürlich auch aus Carbon. Alles Windkanal erprobt. Die Lackierung ist eine AMG-Sonderfarbe und heißt Magma Beam. Die 10 Speichenfelgen sind serienmäßig, genau wie die Schalensitze im Innenraum, die spezielle Lederausstattung, das Performance-Lenkrad und das Night-Paket plus Carbon-Zierelemente. Die Frage ist am Ende natürlich, was kostet der ganze Spaß? Ein Porsche GT2 RS liegt bei rund 285.000 Euro mit Luft nach oben. Und mindestens in dieser Region wird auch der AMG GT Black Series liegen. Wahrscheinlich sogar noch dichter an der 300.000 Euro Marke.